Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Sitzt eine Nonne im Bus, steigt dem Hippie dazu, setzt sich neben sie, schaut sie so an und irgendwann sagt er dann: Entschuldigen Sie, wie wär's? Wollen wir nicht poppen? Sagt die Nonne: Pippe, ich bin mit Gott liiert, ich kann so etwas nicht machen. Okay, wird nichts. Die Busfahrt geht wieder hin und der Hippie denkt sich: Ja, ich versuch's nochmal. Na, sind Sie sich sicher, dass es nicht geht? Sagt sie: Nein, und bitte hören Sie auf damit. Gut, der Hippie gibt auf, seine Busstation kommt, er steht auf und will aussteigen. Der Busfahrer hält ihn auf und sagt: Entschuldigen Sie, aber wenn Sie wirklich die Nonne poppen möchten, habe ich einen Tipp für Sie. Sie geht jeden Abend um 10 Uhr am Friedhof und betet ganz alleine. Der Hippie sagt: Danke. Und geht. Am Abend um 10 Uhr geht er auf den Friedhof. In Jesusgewand gekleidet geht er hin. Er findet die Nonne, sie kniet und betet. Er geht hin zu ihr und sagt: Hallo, ich bin Jesus. Gott hat mich gesandt, um dich zu nehmen. Die Nonne dreht sich um, ist ganz erschrocken und sagt: Naja, wenn Gott dich schickt, dann bitte, aber nur von hinten, damit du mein Gesicht nicht sehen musst. Er nimmt die Nonne von hinten, 5 Minuten lang, volle Kanne Action. Danach reißt er sich die Jesus-Klamotten vom Leib und fängt an zu schreien: Haha, ich bin der Hippie vom Bus! Die Nonne steht auf, dreht sich um, reißt sich die Klamotten runter und sagt: Haha, ich bin der Busfahrer! Der Montagswitz.